Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Eine weitere Folge. Wir sind mit unserem kleinen Fahrzeug unterwegs und bevor ich lang schnagge, fahren wir mal los. Offroad. So, wir sind auf der Suche nach weiteren möglichen. Hier müssen wir echt aufpassen. Forschungsmöglichkeit. Warte mal, ich habe da irgendwas am Berg gesehen. Hier schon vorbei? Niemals. Da ist auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Harz. So. Oh. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Die Plätze haben wir noch. Vier haben wir noch. Oh. Was? Was sind da? Hä? Ah ne, ich dachte, es wäre ein Loch im Boden. Hä? Ist da ein Loch im Boden? Nee. Okay, das war's aber anscheinend an Harz. Vier. Ach, das kann nicht sein. Eins noch, bitte. Eins noch. Keins noch. Nee. Das sieht nicht gut aus. Gut, dann packen wir hier mal den Stuff hier oben drauf. Okay. So, komm, zieh. Der braucht ein bisschen mehr Power, das Ding. Bin schwach auf der Brust. Ich glaube, was ich im Horizont gesehen habe, waren Wolken. Sehe ich eigentlich meine Basis noch? Jo. Soweit, so gut. Gott, hier, wie soll man denn hier fahren? Puh, oh. Gleich ist Energie alle. Achso, geht die dann vom Anhänger los, okay. Dann hole ich mir mal hier die Energie ab. Stopp, stopp! Hat auch keine Auffahrbremse, ne? Kann nicht sein, oder? Ein Fitzel fehlt. Los, bilde dich nach! Ach, da ist was im Weg. Ja. Naja, so schnell bildet sich das wohl nicht nach. Naja, Pech gehabt. So. Oh oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Ein Absturzsteller. Gott, oh Gott. Guck mal, es blinkt rot. Das ist ein gutes Zeichen. Da sehe ich auch schon so einen Wirbel. Jetzt hoffe ich echt, dass sie das gefixt haben mit dem Bugs. Bevor ich jetzt gleich wieder abhebe. Aha. So, ein Sitz noch. Hm. So. Dann packen wir mal den Stuff hier ran. Lithium ist sehr gut für eine Batterie. Sprit können wir zur Not da lassen, wenn wir keinen Platz haben sollten. So, ich finde, das sieht aus wie so ein Lego-Würfel oder wie Duplo oder sowas heißt das doch, ne? Das große Lego. Bitte nicht rumspacken. Bitte, 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 bitte nicht rumspacken. Wäre total klasse. Oh. Sehr gut. So, so, so. Raus. Das sind nur Reste. Sonst ist hier nichts mehr. Nee. Gut, dann fahren wir noch ein bisschen nach links. Oh, oh. Wo ist unsere Basis? In der Richtung war das, ne? Naja. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich hier am besten rausfahre. Ich glaube, hier lang.
glaube, es liegt nur daran, dass wir jetzt in der Senke sind. Da ist noch ein bisschen Hort. Das können wir... Oh. Ich hätte mir mal ein Beacon machen sollen, wenn ich den schon kann. Da ist nämlich ein Solarpanel. Das würde ich gerne mit dem Kran abschleppen zu der Basis hin. Da ist noch gemischt. Das nehmen wir eventuell gleich mit. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist nämlich zu wenig Platz. Ob ich den Sitz hier lasse? Ich glaube, ich lasse den Sitz hier. Der braucht schon einen Sitz. Jetzt ist die Frage, gelten diese Dinger als die gleichen? Ja, die sehen auch genauso aus. Ich dachte gerade, die war orange, hatte orangene Griffe. Ja. So. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir zurück, wa? Hier haben wir noch ein bisschen Harz, das können wir noch mitnehmen. Vorne war noch Gemisch im Boden. Sollte eventuell, soll es noch zwei Sachen geben. Also zwei Sachen zum Erfinden, meine ich. Mir wäre es ganz recht, wenn wir das große Raumschiff bekommen würden. Okay. Leer. Wenn wir das große Raumschiff bekommen würden. Denn da können wir mal mit transportieren. War echt eine große Quelle. Haben die da irgendwas geändert? Gut, ich habe einen neuen Spielstand angefangen, ne? Wir haben immer nur den alten gespielt. Wie die Welten generiert werden, wurde eventuell angepasst. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier mehr zu holen ist. Hallo? 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 Ja, voll. Ah, da. Noch einen? Ja. So. Auf jeden Fall geht's ja noch irgendwo dran. Auf der anderen Seite noch Platz. Nope. Gut, dann holen wir noch den Rest hier aus dem Boden. Und dann versuchen wir mal unsere Basis wieder zu finden, wobei das sollte kein Problem sein. Soweit sind wir ja nicht entfernt. Boah, ist hier viel Gemisch drin im Boden. Oh, ich brauche Energie. Hätte mir auch den Energieklumpen hier drauf machen können auf den Anzug, ne? Dann können wir noch einen mehr hinsetzen. Okay. Okay, die Sonne geht unter. Okay, warte. Ja. Okay, wir sind voll. Moment. So. Einer geht noch. Ist so schade, so eine riesige Quelle, ne? Okay, Moment, mehr können wir eh nicht mitnehmen. Gut, dann zweimal erfinden. Das sollte eventuell was bringen, hoffe ich zumindest. Was ein Gefährt hier. Okay, da ist das Ding, da ist die Abschutzstelle, da müsste in diese Richtung müsste unsere Basis liegen. Es hat auch jemand geschrieben, man soll Beacons setzen. Die sind auf jeden Fall besser sichtbar als die eigene Basis, beziehungsweise Oh Gott. Jetzt geht's. Besser als diese normalen Standard Fähnchen oder wie man das nennen mag. Da vorne ist er. So. Basis, wir kommen. Ich mag jetzt nicht in irgendein Loch reinplumpsen. Das wäre ziemlich ätzend. Da ist eine Höhle. Da sollten wir aber vorbeikommen. So, jetzt ist der Sprit gleich leer in der Zugmaschine. Aber dann sollte im Hänger noch was sein. Was beschleunigt der gerade so? Warum geht der gerade so ab? Gott. Aber das Fahrzeug verhält sich auf jeden Fall besser als es
früher der Fall war. Sehr schön. So, jetzt bin ich echt gespannt, was war. Stopp, stopp, stopp. So. Jetzt. Aussteigen. Ankoppeln. Aufladen. So. Dann erfinden wir mal. Erforschen wir mal, wollte ich sagen. So. Bitte. Drück mir die Daumen. Sehr geil. Sehr gut. Haben wir noch nicht erforscht. Ein Habitat. Das ist sehr gut. Damit können wir uns eine zweite Basis bauen. Und machen wir das noch. Sehr schön. Auch noch nicht erforscht. Oh, wir haben den Truck. Sehr, sehr nice, Dude. Sehr, sehr nice. Das heißt, wir könnten hier noch ein Lager draufdrucken lassen und dann nehmen wir den Truck als Zugmaschine. Hätte ich voll die Karawane. Die Frage ist nur, was wollen wir noch? Wir wollen ein großes Raumschiff. Das wäre zumindest ziemlich gut. Ich würde sagen, ich fahre einfach nochmal in eine andere Richtung. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche noch ein Lager. Warte mal, wir drucken uns einfach noch ein paar Lager. Und dann lasse ich die einfach hier. Kann ich die irgendwo anflanschen? Da, ja. Du. Da. So. Einmal. Und dann drucken wir gerade noch ein Lager. Ich könnte mir natürlich auch einen Kran drucken. Das ist natürlich auch eine Idee. Dass ich mir noch eine Zugmaschine baue mit einem Kran dran, dann könnte ich versuchen, das Solarpanel herzuholen. Aber es lohnt sich eigentlich nicht, der Aufwand. Weil ich kriege ja eigentlich durch die normalen Solarpanel und so genügend Energie und auch durch die Windgedöns. Warte mal, könnte ich noch was hier lassen? Haben wir noch irgendwie Platz? Hier. So. So, so. So. Wohl einen, warte mal, den lasse ich mal da und würde mir hier mal Verbindung machen. So. Gut, dann koppeln wir das hier ab. Finde ich geil, wie so ein automatischer Staubsaugerschlauch. Eine Stromzuführung für den Staubsauger. Ihr wisst, was ich meine. Stromkabel. Ich habe auch nicht geguckt, ob ich ihn beacon kann. Das ist immer gut. Vorbereitet losfahren. Stopp. Ich finde es übrigens nicht gut, dass man die Steuerung anpasst, wenn man praktisch in eine andere Richtung guckt. Das finde ich irgendwie irritierend. Ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Warum man das so gemacht hat, dass wenn man in die andere Richtung guckt, genauso umsteuert. Hallo? Das ist jetzt leer oder wie? Scheint es unterschiedlich große Lager zu geben. Jetzt kommen wir lieber ein bisschen raus. Oh. Müssen wir umfahren den Graben hier. Erinnert mich an den Spielstand, den ich mit Jack begonnen hatte. Das war ja auch so ein Riesen. Was war denn das eben? Ach, das Solarpanel hat aufgeklappt. Und dann was ist denn das? Warum hat denn... Ach, das Solarpanel geht mal auf, mal zu. Zerflügt hier die Umgebung. Da ist ein Solarpanel. Aber wir nehmen noch das Gemisch hier mit. Ich weiß zwar nicht, für was ich es brauche, aber bevor ich mir dann später komplizierterweise das irgendwie eintausche, nehmen wir lieber mehr mit. Oh. Ich hab gekleckert. Ganz kurz. Jetzt
habe ich hier denn das Grünzeug mitgenommen? Kann ich das auch? Ne, sortiere nur intern um. Nein! Ja. So. Also irgendwie in diesem Spielstand ist auf jeden Fall mehr Gemisch oder Material vorhanden, als ich es in den vergangenen Spielständen erlebt habe. Ich gehe mal davon aus, dass sich das geändert hat durch die Patches, die kamen. Also wenn man hier sieht, was man hier an Material im Boden hat, ne? Okay, super. Organic FUD. FUD. So, das brauchen wir nicht. Ich hätte mir auch einen kleinen Generator hier drauf packen können, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Organisch FUD. Legen. So. Okay. Unser kleiner Gemischtrack. Na gut, zur Not tauschen wir das Zeug einfach ein, ne? Ach guck mal, ist schon wieder voll. Da vorne ist auf jeden Fall ein Solarpanel. Wenn nicht, mach ich mir eine Brücke? Oder ist hier vorne so flach? Oh, das ist ja auch mal eine große Höhle, ne? Warte mal, ich mache mir hier mal kurz eine Brücke. So, ein bisschen ranzoomen. Okay, ich muss mal kurz meine Energie holen. Und das Ding ist mir auch definitiv noch ein bisschen schmal, weil man mit dem Ding eher abstürzen. Oh, wieder raus, wieder. Eieiei. So. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das machen wir hier. So, ich bin jetzt sehr gespannt, ob das langt und ob ich mit meinen Fahrkünsten hier rüberkomme. Das könnte interessant werden. Nicht abstürzen, Minias. Das wäre total klasse. Boah. Der Anhänger macht mir irgendwie Angst. Ist hier noch was zum Erfinden? Nee. Könnte ich nur meinen Tank, Truck aufladen, aber das macht er gerade von alleine. Ist hier nicht irgendwas in der Nähe? So ein Knubbel? Ups, noch so ein Knüppelchen. Da ist irgendwie eine große Pflanze. Hm. Oh, ich hab's. Ah! Boah. Okay. Das war unser Satz mit X. So, sehe ich noch die Heimat? Nein. Das ist gut. Oder auch nicht. Da vorne ist irgendwas. Oder? Wir fahren mal in diese Richtung, dann fahren wir so eine Schleife nach links rüber. Wir fahren einfach der Sonne hinterher, dann werden wir permanent aufgeladen. Da ist noch ein Solarpanel. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Dann haben wir echt ein Problem. Mimo und mich Beacon machen. Das ist auch wieder nichts zum Erforschen. An den Solarpanelen ist ja in der Regel auch nichts zu erforschen, sondern nur an diesen Crashen. Da vorne sehe ich auch noch meine Hütte. Da hinten links. Alles easy.
So. Ah, Abschlussstellen-Hype. Yes. Wie sieht's mit der Energie aus? Warte mal ganz kurz. Gucken wir mal ganz kurz mal Energie. So. Nur zur Sicherheit. Lade ich das Ding eigentlich auf? Nee. Zieh! Oh oh. Na gut, im Fahrzeug dürfte ich ja sicher sein. Ach du Schande. Ach du. Okay, ich halte an. Oh Gott, werden wir das überleben? Wir fahren durch den Sturm. Ihr Lieben, wir sind in einer Folge von Astroneer. Gott. Ich glaube... Nein. Oh, zurück. Zurück. Okay, wir warten hier. Einfach eine Senke. Da oben ist das Raumschiff, was wir erforschen wollen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns auch zur nächsten Folge wieder. Wenn mich das hier nicht alles erschlägt. Aua. Aua. Nicht mich erschlagen. Bis zur nächsten Folge von Astroneer. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.